So, hallo Leute. So, ich stelle euch mal den wöchentlichen Event-Shop vor. Das wollte ich eigentlich schon heute Nacht machen, habe es aber total vergessen. Und jetzt gucken wir uns hier mal an. Also, wen haben wir drin? Geschützwache Flugpionierin. Oh, die ist auch mal drin wieder. Die war das letzte Mal. Letztes Jahr war die, glaube ich, nicht drin, oder? Vor 2 Jahren war die drin? Oder war die letztes Jahr drin? Auf jeden Fall ist gut, dass sie wieder drin ist, weil die erhöht den Schaden von Rosi um 25% oder erhöht den Schaden um 50% und ändert die Art seines Schadens in Energie um. Das hört sich sehr nice an, da eigentlich fast jeder Konstrukteur eine Rosi hat. Oder fast jeder. Und damit auch wirklich gut Schaden, also das heißt Schaden, man kann Gebäude kaputt machen. Man kann eigentlich gut damit Schaden machen, ja. Man kann sagen, es ist wie eine Minigun, nur halt etwas schwächer. Und hat auch Munition, nicht wie die Minigun, die unendlich Munition hat. Ist eine gute Verbesserung für Konstrukteur. Kann ich empfehlen, auf jeden Fall. Also, da steht auch nichts im Raum. Und für 2800 sollte man sich überlegen, ob man sich die holt. Die ist jetzt nur eine Woche drin. Da würde ich schnell sein. Ansonsten, glaube ich, kann man die auch mit Kraftquellen später oder ob man die jetzt auch rausforschen kann, weiß ich nicht. Aber so langsam kommt das auch. Ansonsten kann man sich die gönnen. Eigentlich nicht schlecht. Ein Verteidiger, ein Schläger ist es. Ja, Nahkampf. Und wenn man gut mit, sag mal schnell, mit Verteidigern, Nahkampfwaffen umgehen kann, ist das sehr gut. Also wenn ihr jetzt eine mythische Waffe habt, könnt ihr denen sogar die geben. Da macht er auch sogar, verbraucht 33% weniger Waffenhaltbarkeit. Oh ja, damit kann er ziemlich gut was anfangen. Dann legendäre Kraftquellen. Sollte man sich immer gönnen. Man kriegt 4, 10, 50 Stück, 750, die kann man sich holen. Immer. Sollte man immer holen. Wenn man Oberst Wildcard Cat. Verringert die Abkühlung von Kriegsschrei. Für den Sturmkönig eigentlich. Wenn man sich ein Held-Setup macht, wenn man jetzt gerade das Horn bearbeiten muss, braucht man immer Kriegsschrei. Dann macht sie noch die Abkühlung runter. Ja, okay, Kriegsschrei lohnt sich auch für brenzliche Situation, wenn nun zumal mal Spawn in Ausdauer, zum Beispiel sind hier 250 sogar und letzte Welle oder so. Und ich denke mal Kriegsschrei und dann halt mit Minigun kann man das gut kombinieren. Die hat keine Minigun, also würde ich sie in Unterstützungsslot reintun. Genau. Euer Todesflügel. Habe ich schon mal ein paar Mal gespielt. Ist jetzt nicht so der Hit. Also, da gibt es bessere Scharfschützengewehre, Verheerer. Ich weiß nicht, allgemein Scharfschützengewehre in Rette die Welt. Ich weiß nicht, ob die so begehrt sind, bis auf Verheerer. Und dann halt zur Kategorie Scharfschützen gehören ja auch alle möglichen Bögen. Ich denke mal, da kann man gut und gerne auf Verheerer oder halt auf Bögen drauf zugreifen. Sich das anhört. Todesflügel, vielleicht mal gerade, wenn man Spaß dran hat an der Waffe, kann man die so spielen. Ansonsten, also ich würde sagen, es ist einfach nur eine Fun-Waffe halt. Keine zu ernstzunehmende Waffe. Gerade im Steinwald sollte man da ein bisschen Fun mit haben, wenn man gerade da ist. Na no, was war das? Überlebende, 2 epische.
Kann man sich auch immer gönnen. Gerade wenn man so, ja, 40 ist, 60 Blitzlevel. Sturmsplitter ist klar, sollte man sich auch immer holen. Auge des Sturms auch immer holen. Oh, 10 Stück. 1500. Mhm. Dann nochmal, aber 2 Stück nur. 20, okay. Blitz in der Flasche muss ich nicht zu sagen, das sollte man sich auch immer holen. Gerade wenn man Steinwald ist, man hat blaue Helden, kann man sich die auf episch hoch machen. Ansonsten kriegt man wirklich einen späteren Verlauf, besonders jetzt, wo die Altraum-Lamas noch drin sind, kriegt man aus den Lamas mindestens einen epischen Helden, beziehungsweise vielleicht auch einen, sagen wir schnell, einen legendären Helden. Dann reiner Regentropfen. 80 Stück, kann man nichts verkehrt machen, sollte man sich immer holen. Braucht man immer für irgendwas, braucht man das immer. Am Anfang braucht man es und am Ende auch, also das heißt auch zweite und dritte Stufe natürlich auch. Vorteil plus selten, gerade am Anfang, wenn man sich nicht so entscheiden kann, soll man die jetzt noch auf legendär ziehen oder so, kann man sich mal im Hinterkopf behalten, erstmal selten machen, also auf blaue Sets natürlich. Dann Vorteil plus ungewöhnlich. Findet man eigentlich in Plankaton häufig, im Portal auch sehr oft. Aber wenn man gerade jetzt in, also leer ist, da kann man sich die eigentlich auch so holen. Ich hole mir die nicht, ich habe davon genug. Vorteil fix braucht man immer, wenn man irgendeine Waffe umperken will. Kosten ja 600 und man kriegt hier jetzt dadurch 2000, ne? 2000 kriegt man dadurch. Kommt man auch, wenn man 50 Nebelmonster eine Mission besiegt. Natürlich aufgeteilt in die nächste Mission. Ansonsten braucht man die noch, wenn man etwas hochperkt. Das heißt, ich von Grau nach Legendär, dann verbraucht es auch so eine kleine Menge. Ich glaube, jeweils 25, 50, 60 und 75 oder so war das. Also braucht man braucht das eigentlich immer, das Zeug. Genau wie reiner Regentopf. Ja. War das? Ja, das war's. Und die könnt ihr euch auf jeden Fall auch gut gönnen.